kann man irgendeinen noch glauben? Das Internet beherbergt dubiose Gestalten von Leuten, die alle verwirren wollen. Sie posten Dinge, die weit an der Realität vorbei sind und auch nicht die andere Meinungsseite mehr sieht. Sie indoktrinieren unsere Kinder und uns Erwachsene foltern sie. Man wird alleine gelassen mit der Welt. Man soll sich wohl entscheiden. Bist du nun für den der arabischen und deutschen Weltanschauungsseite? Oder bist du doch dafür? Gibt es dann keine Meinung, die gepostet werden? Sie wollen das Gleiche wie damals vor dem Dritten Deutschen Reich machen. In der Weimarer Republik, in der Weimarer Demokratie. Da wurde auch die rechtsradikalen Kräfte und die nationale linke Kräfte stärker und sie verhalfen Hitler zum Aufbau des Dritten Deutschen Reiches. Die Partei war dann die NSDAP. Ein Volk, ein Land, ein Führer und eine Partei nur noch. Was dann geschah, war gruselig und traumatisierend für die ganze Welt. Auch heute gibt es in der ganzen Welt Leute, die die einzige Wahrheit verkünden wollen. Die Teilhabe an Entscheidungen in dem Land, in dem man lebt, ist bei der autoritären Diktatur eher sehr gering. Und man wird von vielen Diktatoren im Land, den einen großen Diktator und den anderen kleinen Diktatoren im Land, bestimmt und muss bedingungslos gehorchen. Freie Meinungsäußerungen werden nicht, wenn sie Kritik am Regime sind, geduldet. Die Demokratie ist dort einiges besser, aber die wollen sie in der Welt nicht. Sie schreien, Allah ist der Größte, und sie sprengen sich dann in die Luft mit Sprengstoffen, um Unschuldige in den Tod zu reißen. Sie nehmen Geiseln und sie verüben Massaker. Sie führen Kriege im Namen ihres Gottes und alle sollen wegschauen. Und sie sehen leider nicht die andere Seite der Menschen, die unter ihnen leiden. Und nun sind sie auch in unseren Ländern und für diese Menschen kommt nur ihre Herrschaft über alle anderen Personen in Frage. Sie haben autoritäre, patriarchische Diktaturen mit religiösem Anspruch in ihren Ländern und sie wollen ihr Leben in unseren Ländern auch so leben. Das überfordert und destabilisiert unsere Form zu leben. Aber es stört wohl niemanden, so scheint es. Denn die Araber dürfen machen, was sie wollen auf dieser Welt. So kommt es allen vor. Sie wollen wieder das Herrschaften- und Sklavensystem in unseren Ländern einführen, denn so steht es in den religiösen, fanatischen Schriften. Und die Welt soll ihnen gehorchen und wir werden alle unterworfen von ihnen. Ich mache dort nicht mit. Ich bin erschrocken von so viel Barbarei und Unvernunft, so wie dem altertümlichen Lebensweisen dieser Menschen. Schade. Es gibt bald keinen Ort, in dem wir den Diktatoren entkommen oder in Sicherheit leben können.